Herr Hörl, Sie kommen quasi als Star zu der Art Bodensee. Was halten Sie denn von solchen Kunstmessen? Also die Kunstmessen, die ja in den letzten Jahren auch verstärkt in sehr vielen Städten stattfinden, sind eine der Garanten, dass Kunst überhaupt kommunizierbar ist. Das heißt, außerhalb der Galerie des Museums zeigt sie eben ein sehr großes Panorama von sehr unterschiedlichen Kunstrichtungen und das alles auf einem Platz. Das heißt, der normale Mensch, der manchmal vielleicht auch so ein wenig so eine Schwellenangst hat, jetzt in eine Galerie reinzugehen, obwohl er eigentlich sich nur Kunst ansehen will, hat es dort sehr viel leichter. Er zahlt Eintritt und dann kommen dann 10, 20.000 Menschen und die gucken sich so ein Panorama von 80, 100 Galerien an und merken dann auf einmal, dass so sehr vieles nebeneinander steht. Wenn Sie in eine Galerie kommen, sehen Sie ja nur einen kleinen Ausschnitt eines Programms. Und auf einer Kunstmesse können Sie dann die Produktionen von ganz Europa beispielsweise sehen, was einen sehr dichten Informationsgehalt natürlich auch für den Besucher, also für den, der sich für Kunst interessiert. Und zwar, also es gibt ja Menschen, die haben ein sehr großes Interesse, die sammeln fortwährend Kunst und andere brauchen einfach nur mal für ihr Haus 5 Bilder. Und für diesen ganzen Bereich, für denjenigen, der sich vielleicht nur mal ansehen will, was wird denn eigentlich im Jahr 2008 so gemacht? Oder denjenigen, der Kunst sammelt, ist das eben eine ganz ideale Ausstellungsform. Woher kommt denn Ihre Inspiration für die großen Installationen, die Sie machen? Und wie wählen Sie denn den richtigen Platz für die Installation aus? Ach, manchmal werden Dinge einfach auch ausgewählt. Also man wird ausgewählt. Das heißt, man kommt in eine Stadt, man wird eingeladen und man beschäftigt sich eigentlich mit den Menschen und mit der Stadt. Man beschäftigt sich, wenn man als Künstler im öffentlichen Raum arbeitet, nicht so sehr mit sich als Künstler, sondern man entwickelt eine Idee, dass man kommunizieren will mit den Menschen. Das heißt, man möchte Menschen erreichen. Man möchte sie nicht belehren, was Kunst ist, sondern man möchte einfach nur sie erreichen. Man möchte mit ihnen in eine Kommunikation eintreten und im Idealfall regeln Sie das, was Sie für Kunst halten oder nicht, regeln Sie dann selbst. Das finde ich eine sehr angenehme Form, dass ich nicht als Künstler, der das aus Berufsgründen 30 Jahre macht, wie ich beispielsweise, der sich sehr gut auskennt und man muss immer wieder feststellen, all das, was ich gelernt habe und was ich kenne, kennen die meisten Menschen nicht. Deswegen müssen wir manchmal bei Adam und Eva anfangen und dazu müssen Künstler bereit sein, auch eine Gesellschaft als eine lernende Gesellschaft zu verstehen. In Vorarlberg gibt es auch viele interessante Locations. Ist man schon an Sie herangetreten, vielleicht in Vorarlberg eine Installation zu machen? Die Seebühne wird sich jetzt zum Beispiel anbieten. Ja, ich denke, das ist hier eine sehr interessante Gegend, in der man sich vorstellen kann, dass man interessante Projekte machen kann. Ich habe auch am Bodensee auch schon verschiedentlich sehr große Projekte gemacht. Das ist durch diese Vielfalt von unterschiedlichen Gesellschaften und diese Region, die sehr vermischt ist auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, sie ist nie ideologisch vereinnahmbar, ist sie natürlich als Kommunikationshintergrund für einen Künstler sehr interessant. In Ihren Installationen gibt es viele Einzelstücke, die dann das Gesamte ergeben. Die stehen aber nicht nur in der Gegend herum, oder? Das hat schon einen Sinn, warum es genauso viele sind und wie sie angeordnet werden. Naja, der Sinn, der entsteht manchmal auch über die Situation des Platzes. Das heißt, im öffentlichen Raum brauchen Sie ja, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen, weil Sie ja im öffentlichen Raum haben Sie ja sehr viel Konkurrenz. Es ist ja nicht so wie in einer Galerie, da ist alles weiß und aufgeräumt und so, ist alles leer. Der öffentliche Raum, der ist voll, da gibt es Werbung, da gibt es Verkehr, da gibt es Riesengebäude und Sie müssen dort auf eine bestimmte Art und Weise haben Sie diesen selben Überlebenskampf wie alle anderen Menschen auch. Und dadurch entstehen manchmal bestimmte Größenordnungen. Manchmal haben sie einen Sinn. Das heißt, wie mein Beitrag zu den Olympischen Spielen in Athen waren 10.000 Eulen nach Athen
getragen. Diese 10.000 Eulen hatten etwas mit den Sportlern zu tun, die diese Eulen auch nach Athen getragen haben. Aber das ist nicht immer so, sondern es hat etwas mit der idealen Platzgestaltung zu tun. Das heißt, die Skulptur entwickelt über die Einzelteile eine Größe, die etwas mit der Situation zu tun hat, in der sie aufgebaut worden sind. Tiere spielen immer eine große Rolle bei Ihren Installationen und Werken. Haben Sie denn ein Lieblingstier und warum sind es gerade die Tiere? Ich habe eigentlich kein besonderes Lieblingstier. Manchmal ist die Nähe zum Tier dann, wenn ich es gemacht habe, entwickelt dann erst eigentlich die Situation, dass ich mich damit beschäftige. Das heißt, ich beschäftige mich auch schon natürlich vorher damit, aber das Tier ist einer der ganz idealen Kommunikationspartner für den Menschen. Das heißt, diese Figur, also die Figur eines Tiers, ist in der Lage, mit dem Menschen in Kontakt zu kommen, weil das Tier ist ja vollkommen ungefährlich. Also es ist vielleicht manchmal lästig oder man hat eine Eigenart. Es gibt Mythologien beispielsweise über Raben, die angeblich ein eher negatives Image irgendwie haben. Das sind so Dinge, die interessieren mich natürlich, die auch aufzuheben oder mit den Menschen darüber zu diskutieren. Aber das Material selbst, ob es ein Rabe ist oder ein Salamander oder ein Frosch, das sind manchmal Dinge, die haben etwas mit den inhaltlichen Gegebenheiten einer bestimmten landschaftlichen Struktur zu tun. Also was kommt in einer Landschaft vor? Also ich würde jetzt nicht in Vorarlberg mit einem Elefanten kommen, weil es die einfach hier nicht gibt, sondern ich würde mit einer Idee von Figur dann in eine bestimmte Landschaft gehen, in der dieses Tier auch ein Symbol darstellt. Aus Ihren Installationen kann dann einzelne Stücke erworben werden. Sehen Sie dies als Interaktion mit dem Publikum, also dass man einen Teil mit nach Hause nehmen kann? Ja, diese Skulpturen sind immer eigentlich darauf angelegt, dass sie sich wieder auflösen. Das hat auch etwas mit dem temporären Charakter zu tun, indem es praktisch ist jedes einzelne Stück hat einen Informationsgehalt. Und mir ist dabei eigentlich relativ wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass diese Art von Kunst auch für sie gemacht ist und sie sich diese Kunst eben auch leisten können. Deswegen kostet ein Hase eben dann 40 Euro. Und das kann sich praktisch über alle sozialen Schichten hinweg, kann sich das jeder denken, dass er sich das leisten könnte, ohne sich jetzt finanziell zu ruinieren. Und er hat dann praktisch wie in einer, also wenn man das sich als Aktiengesellschaft vorstellen würde, hat er einen Anteil einer Großskulptur erworben. Das heißt, er ist im Spiel, er merkt, der Künstler hat auch ihn gemeint, indem er verhindert, dass die Preise eben dann in die Höhe gehen. Das heißt, da ist eine Stabilität da, dass ein Mensch an Kunst teilnehmen kann, ohne dass er das Gefühl hat, dass die Idee oder das Interesse von Kunst etwas mit dem Preis eines Kunstwerkes zu tun hat. Das sind Dinge, die ich immer wieder festlege und die mir innerhalb dieser Großskulpturen eben sehr wichtig sind, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind gemeint und sie dürfen teilnehmen an einem Projekt und sie können es auch mit nach Hause nehmen als Erinnerung. Und das, denke ich, das ist auch die Idee meiner Kunstwerke. Man hat einen Hasen gekauft für 40 Euro. Nach einem halben Jahr gefällt er einem vielleicht nicht mehr und dann kommt das kleine Engelchen vorbei und die hat Mordsfreude daran. Das heißt, der Besitzerwechsel, also der Wechsel, dass diese Information wieder zu dem nächsten Menschen geht, die finde ich besonders interessant dabei, dass man eben nicht so einen Druck hat und sagt, boah, das ist sowas total Wertvolles, das muss ich jetzt schützen bis alle Ewigkeit, sondern es funktioniert im Jahre 2008, 2009. Und dann löst sich das Ganze auf und ist auch wieder weg. Das heißt, als Künstler hat man auch, sagen wir mal, sich auf eine bestimmte Art und Weise auch wieder aufgelöst. Das heißt, man hat die Plätze nicht vollgestellt, die dann 100 Jahre besetzt bleiben, sondern die Dinge haben sich aufgelöst, gehen in eine Gesellschaft unter, sie fließen in eine Gesellschaft als Information ein und irgendwann sind sie verschwunden. Und das finde ich sehr beruhigend für mich als Künstler, auch wieder zu verschwinden.